Und willkommen zurück zum heutigen letzten Game, Best of 3. Diesmal Rhino Gaming vs. Team Waste Talents, die sich gegenseitig bekämpfen, um einen Platz am Offline-Event, um den Schweizer Meister zu gehören. Wir sind da schon regen in der Ban-Phase und Pick-Phase. Wir haben auf der Rhino Gaming-Seite N, Undying, and Phantom Lines, and Bristleback und Naga Siren Ban. So wie auf Team Waste Talents-Seite haben wir Dashrug, and Gyrocopter und Meepo Ban. Picks von Rhino Gaming momentan, Queen of Pain, Ancient Oppression und natürlich, wie fast klar gesagt, Team Waste Talents natürlich sich Blockwork für den Elibator da gesichert und den Skyrift Mage als zweiter Pick. Team Waste Talents gerade dran am nächsten Ban. Hoffe auf ein spannendes Match natürlich. Nutzlaut, Regen, Reserve Time. Jetzt kann ich nicht entscheiden, was ich als nächstes fand. Banner. Und es ist noch wirklich viel Zeit gerade. Spannend machen. 3 Sekunden übrig noch für den Reserve Time und sie entscheiden sich für den Silencer Ban. Die Frage ist, ob sie wirklich so lange kann oder ob das vielleicht ein bisschen Mindgames ist. Ich denke mal, sie sind sich doch nicht ganz sicher gesehen, was sie dann als nächstes bannen werden, was gefährlich wird. Silence natürlich richtig eingesetzt, immer gefährlich. Ich bin gespannt auf den nächsten Pick, den Team Waste Talents hier für sich beansprucht. Jetzt natürlich nur mit knapp 10 Sekunden Zeit. Also wir sehen relativ schnelle Picks und Bans jetzt davor. Team Waste Talents, wir haben einen Viper Pick für Team Waste Talents und einen Slug Pick auf der Seite von Rhino Gaming. Und ein Phoenix Pick auf der Seite von Team Wasted Talents. Sehr interessante Wahl. Wird das ein Support Phoenix? Wir haben jetzt eigentlich drei potenzielle Heroes da für den Elibador, wo Clockwork, Viper und schon Phoenix gespielt hat. Wind Ranger jetzt dafür Rhino Gaming ausgewählt worden. Wir kommen zur letzten Ban Phase. Und schauen. Sehr interessante Pickwahl. Auf Seite von Team Waste Talent. Und wir haben den Witch Doctor Ban auf Seite von Team Waste Talent. Natürlich Rhino Gaming können sich jetzt noch Vitus Zeit lassen. Haben noch sehr viel von der Reserve Time übrig. Und einen Juggernaut Ban. So, was kommt jetzt da für Team Waste Talents? Sind wir gespannt.
Faceless Void. Und ein Faceless Void. Oh, jetzt ist es spannend. So, wie wird Rhino Gaming dort drauf reagieren? Das mit dem Viper Phoenix, Faceless Void, Clockwork und Scarf Mish. Silence, Engage mit Cox vom Clockwork, dann mit Viper mit dem Slow und Gift und. Seine Tankiness, Phoenix auch relativ tanky, gut Engage mit dem Icarus Dive vorne dann in einen Supernova umwandeln. Dadurch, dass er Silence Band ist, natürlich kein Problem haben, wie wir heute schon gesehen haben. Was natürlich ein richtig riesiges Problem ist. Und wenn natürlich noch der Faceless Void dann kommt, das können ja schon heftige Teamfights werden. Wogegen wir da eher so ein bisschen weniger heftiges Teampotenzial haben, finde ich, von Rhino Gaming. Also nicht weniger, aber ich denke mal, dass Teamkonstellation von Team Westland tut sich wirklich eigentlich fast auf Punktfokussierung, wenn wir es so anschauen, richten. Es ist wirklich eigentlich Scarf Mage Clockwork, der dann auf einen Punkt engaged mit den Cox, dann plus noch so Faceless Ulti und Phoenix Ulti. Und dann Viper Wolf von außen reinschießen würde, wäre ein Teamfeld natürlich recht verheerend, wenn das so rauskommt. Natürlich darf man den Rhino Gaming auch nicht unterschätzen. Ich meine, Slug kann auch gefährlich werden. Wind Rage haben wir auch schon relativ viele Plays gesehen. Wir haben einen Lion Pick als letztes für Rhino Gaming. Wind Rage mit ihren Shackle Shots. Natürlich auch noch gefährliche Situationen schaffen kann. Dann hat natürlich Gwyneth Paltrow relativ mobil ist mit ihrem Blink. Ancient Apparition mit dem Ulti. Ja. Und natürlich das Hex vom Lion, wo dann auch natürlich mühsam sein wird. Ah, ich muss kurz schnell etwas trinken. Meine Stimme doch relativ durch. Es verspricht ein spannendes Match zu werden. Zwei sehr interessante Teamkompositionen, die da gepickt worden sind. Wir sind mal gespannt. Und wünsche natürlich beiden Teams viel Glück und viel Spaß natürlich bei dem Game. Und wir gehen in-game. Auf der Radiant-Seite haben wir auf Meristina der Faceless Void, der Faust spielt Viper, Haki spielt Phoenix, wir haben den Noli auf dem Scarf Mage und er lieber da doch auf dem Clockwork Goblin. Dann auf der Dire-Seite haben wir den Arkosh auf der Windranger, der Hexer auf Major Brision, du Don't You Know I'm Loco auf der Grid of Pain, dann der Fimo auf dem Lion und nicht zuletzt Wolverade auf dem Slug. Ich sehe da ein bisschen Smoke Attempt hier von Rhino. Während du Wasted Talents eigentlich sich weniger in der Gruppe vorbewegt, sondern einzeln auf der Position ist. Das könnte auch recht gefährlich werden für den Aristina hier jetzt. Und da kommt das Hex durch. Und kann sich aber mit dem Time Walk retten. Phoenix noch kurz mit dem Mikro ein bisschen Damage machen. Kriegt da ein bisschen auch einen Hit drauf. Nein, warte, das ist wahrscheinlich Kosten. Was kostet das? 15%, ja, das kommt an, das ist dann voll. Einfach nur die Kosten gesehen, die man da ein bisschen schadet. Beziehungsweise HP-Kosten. Das heisst, wir haben auf der Top-Lane den Slug, oder? Ein bisschen Glück hat aber sich nachher an der Rune vergriffen. Hat es aber nicht geschafft, das heißt Top-Rune gut an Wasted Talents und Bot-Rune. Damit sprachend an Rhino Gaming und wir wünschen beiden Teams viel Spaß. Wir sehen hier den Clockwork, tut hier ein bisschen blockieren. Hat der Support, so wie es jetzt vom Haki? Gegen einen Slug. Mit ihm natürlich Queen of Pain. Hinter dran der Line und der Ancient Apparition, was sich aber jetzt richtig Botlane bewegen mit der Windranger. Und natürlich hier haben wir den Faceless Void zusammen mit dem Phoenix auf der Botlane. Und wird Faceless ein bisschen weggedrängt, kriegt er ein bisschen viel Harris auf einmal rein. Und auch nicht in Ruhe zu farmen.
jetzt sind schon die ersten Cogs da vom Clockwork. Mit ein bisschen Damage vom Scarab Mage. Und man natürlich dann mit Viper noch. Ich bin auf Pain da ein bisschen voraus mit der Last Hits dafür auf dem Viper ein bisschen mehr die Nice. Oh, und First Blood fällt auf die Top Lane. Ah, nein. Ah, doch, doch, First Blood fällt. Wird aber aufteilt, kein direkter Kill von einem von den beiden. Lediglich ein Assist, aber das ist genug. Und dann die nächste Cox. Mit dem Clockwork da so ein bisschen abhalten. Man sieht allein hier. Rotiert auch schon richtig Mitte. Queen of Pain sichert sich die Bordbrunnen. Nein, er hat sich da einfach nur Topbrunnen gekrallt. Double Damage auf dem Line. Und wir sehen jetzt, der Faces World kommt ein bisschen besser zum Farmen. Er hat schon 7 Last Hits. Zweite Nice kommt also relativ gut mit dem Windranger. Wir sehen, Slark hat schon Level 3. Kleiner Level-Vorteil gegenüber um. Clockwork und ein Scarab Mage. Da unten geht auch noch keine Action ab. Oben könnte etwas passieren. Ah, wird instant Hex gemacht vom Line. Hat er probiert, Kleider Line im Bedrängnis zu bringen. Nicht ganz gelangt, das Hex gut eingesetzt. Midlane ist auch relativ. Ja, diesmal der Viper ein bisschen vorausgegangen, kriegt ein bisschen Damage rein. Probiert er Damage auszuzahlen, kann das der erste Kill für Waste Talency? Nein, langt nicht. Wird er nicht weiter committen? Wir sehen das Poor Man's Shield plus Boots mittlerweile auf dem Faces World. Okay, wir müssen die ganze Strecke zurücklaufen. Blinken. Und natürlich sind auch einiges an Erfahrung gekostet, die der Viper dann weiter ausnutzen kann, um seine, seine Farm plus sein Level aufzubessern. Ein bisschen Engage of Nature, aber ist ein Vorteil vom Phoenix. Schöne Shackle Shot da auf dem Phoenix, kommt aber raus. Healing Self poppt vom Faceless Void. Dann Engage auf den Slug, Slug kommt aber locker raus. Phoenix so ein bisschen im Jungle. Muss man schwerer, wird da wahrscheinlich ein bisschen mehr Experience da am Faces da. Sind oder Clockwork, der wächst sich richtig mit, die wieder von der Ward aber gesehen. Und instant Teleport raus. Kann er nicht ausrichten. Und so ist es jetzt Phoenix, geht zurück in Base. Und Viper hat einen Haste Rune aktiviert, um seine Flask Bottle nutzen. Moment, Facebook auf der Windranger. Und Phoenix kommt.
Hey, Clockwork gets the bot lane mitten, Phoenix. Yep, Phoenix and Clockwork gets off the bot lane. Haki wird alike auf der Top Lane, glaube ich. Und da wird er versucht, einen Engage zu machen. Da kommt ein Engage rein. Clockwork auf der Windranger. Macht da gut Damage. Und holt sich der Kill. Und der Ancient Abyss hat jetzt auch den nächsten Angriff. Da kommt Queen of Pain, versucht noch etwas zu machen, kann aber nicht so Damage. Oh, Faces war die Stand gegangen. Und oben auf der Top Lane ist der Haki auch down. 2 für 2 Exchange. Ich bin natürlich auf der Botlane hier, Waste of Talents ein bisschen besser rausgekommen ist, da sie 2 zu 1 auf der Botlane gemacht haben und auf da oben ein Solo-Kill. Wo nicht das Lagbuch hat, sondern allein auf dem Skyrath Mage. Und jetzt haben wir einen Lane Swap. Faces wollte jetzt auf der Top Lane. Clockwork probiert jetzt gegen Twin Range auszuholen. Und meine Pause. Wieder mal Lag. Und es wird weitergehen. Vom Slug auf den Haki wieder und ein zweiter Kill vom Slug auf den Faces und ein Kill durch die Viper auf dem Line. War ein bisschen knapp war der da für Ancient Abyss, hat aber weggekommen. 5 zu 3 diesmal für Rhino Gaming im Vorsprung. Viper gesehen hat Queen of Pain. Und der Kampf, ja, und da kommt der Kampf. Queen of Pain blinkt raus, hat er relativ viel Damage gebraucht. Oh! Und Phoenix geht down. Windrange geht auf die Botlane down. Mit Willen 3 zu 1 Clockwork Goblin. Wir müssen jetzt Faces weiter auf Botlane. Schau mal, Netwaffe, Slug voraus mit 3600, gefolgt mit 3000, fast 3400 vom Viper. Und noch kommt der Blocker. Knappe Rückschlag fast. Und ohne Kampf, Queen of Pain go down. Scarf Match holt sich der Kill. Dein probiert rauszukommen, kommt nicht raus. Phoenix holt sich der Kill. Ancient Abyss Ulti trifft der Phoenix, sonst nehmen wir's. Zwei Kills da, was sie rauskommen, das ist 6 zu 6.
Faces, müsst ihr bis vorsichtig sein. Hetzi, Time. Walk noch. Ready, von dem her sollte das kein Problem sein. Und Phoenix fast Level 6. Phoenix da hinten. Jetzt ist Level 6 zum Supernova. Das heißt, das nächste Mal, wenn das Lag engaged, kann das. Ich kann den Engage gar. Und da kommt der Engage. Aber kein Supernova, wo der gecastet wird. Das Lag muss ein bisschen vorsichtig sein. Der Wind schlankt nicht aus. Vom Phoenix. Und dann noch etwas drauf zu casten. Auf der Botlane. Sehen wir, Queen of Pain probiert jetzt zu engagen. Wind Ranger wieder down. Scarf Match holt sich Wind Ranger. Haben wir gesehen, hier ein Kampf zwischen Ancient Apparition und Faceless Go, das Sieger vor ganz knapp. Mit 15 HP. Und hier noch raus. Und weitere 2 Kills auf der Seite für Wasted Talents. Schauen wir mal ein bisschen durch die Items rum. Tranquil Boots plus ein Headdress. Für einen Phoenix, wir haben auf dem Clockwork mittlerweile das Blade Measure relativ im Fortschritt plus Power Dreads. Wir haben auf dem Viper mittlerweile Power Dreads, wo auch auf einem Mechanismus spart. Fehlt noch ein bisschen Gold. Auf dem Faceless haben wir immer noch Power, also Power Dreads und das Pullman Shield. Und auf dem Viper. Ja, den Falken haben wir schon gehabt, das Gelf Match hatte ich wieder. Boots eigentlich, plus noch der Magic Wand. Und was ich auf das Null-Talisman wartet. Und da. Aki läuft da schön am Dolcino am Loco vorbei. Und da kommt allein. Dann engage, kommt das Supernova. Nein, lang nicht. Sonic Wave da instant castet vor der. Queen of Pain holt sich den Kill hier auf dem Phoenix. Wir schauen mal mit Luis Network an. Immer noch geführt vom Viper, gefolgt vom Slug, dann Clockwork und dann wieder Queen of Pain. Schauen wir die Grafik an. Ist schon ein bisschen auf der Seite von der Network for Wasted Talents, genauso gut wie das Experience. Vorteil. Und jetzt muss Wind Ranger ein bisschen aufpassen. Ja, langt da nicht. Und da kommt das Ultimate Farm. Faceless Void. Schön Shackle Shot auf. Faceless muss jetzt da aufpassen. Runter, nach Buse. Langt es noch? Nein, kein Mana mehr fürs Time Walk. Slug probiert ihn da zu holen. Kriegt ihn auch. Phoenix auch down. Und Viper dann, 3 Kills da unten. Keine für Wasted Talents, alle für Rhino Gaming. Man will wieder ein 5-0. Oh. Ein Gage von Clockwork. Auf den Fimo. Also auf den Fimo. Jetzt muss aufpassen, es lag da. Kommt aber eventuell down. Ja. Scarf Mage holt sich den Kill am Slug. 2 weitere Kills. Zahl zu Zahl. Super Engage da vom Clockwork. Was er viel mehr Code hat und das lag natürlich noch. Wo dann engaged ist. Und das Scarf Mage, wo dann natürlich zur Rettung gekommen ist, um den Kill zu sichern. Am Slug, wo jetzt mit seinen ersten Tod hat. Es verbricht spannend zu bleiben. Und wir sehen das Engage von Phoenix und vom Faceless. Faceless, wo hört sich der Kill. Am Ancient Apparition. Phoenix poppt da instant in Supernova. Nimmt es unter 3. Queen of Pain und Lion waren da nicht weiter rein. Und Secret Staff raus. Und auf der Botlane. Ist der Dungeon schon relativ gut vorne. Und wir sehen, das Lag rotiert jetzt richtig. Ah, nein, vor dem Jungle. Also da ein paar Camps.
Schauen wir mal, Grafik hat sich ein bisschen wieder nach oben bewegt. Sowohl Network als auch im Erfahrungsbericht. Clockwork hat jetzt ist Blade Man fertig, Wind Ranger. Entweder mit dem Stuff Wizardry plus Face Boots und Ring of Basilius. Tranquil Boots fertig, Führer. Ancient Abrision und das Slug läuft um mit dem Claymore. Boom and Shield, Strength, Bed of Strength und seine Powdress und Ring of Aquila. Botlane konnte jetzt etwas passieren. Slug sendet der Viper, Engage von Viper, Viper Counter Engage und das Ultimate vom Skyrim Mage. Viper killt er noch mit seinem letzten Tick. Der Slug, Wind Ranger geht down, sehr schön das Ulti vom Faces Void und natürlich hat der Ancient Abrision, wo down geht. 3 Kills jetzt auf Seite für Team Wasted Talents. Und Viper hat überlappt. Wo jetzt ist Arganism auch fertig? Nicht Arganism, Mechanism fertig hat. Und Invisibility. Wunder Führer Phoenix. Ein Engage of Faces Void. Wo noch raus Time Walker kann, sehr knapp, aber hat es noch geschafft. Ist auf alles eingesetzt worden, da Linefinger. Und da sehen wir vielleicht einen Engage. Garrett Mage da. Clockwork rein. Cox. Instant Blade Mela und Star Go Down. Ah, ehrlich bin ich da überlappt, sehr knapp. Langt nicht unter den Go Down oder allein. Jetzt muss eigentlich schon ein bisschen vorsichtig sein. Phoenix Go Down. Und. Auch Skyrim Mage Go Down. Viper pusht doch gleich Toplane aus in dieser Zeit. Und da hat Queen of Pain noch das Ding verwischt. Und Blink raus. Keine Chance mehr auf Seas Chronosphere. Bisschen zu viel Cooldown gehabt, sonst wäre das vielleicht ein weiterer Kill auf der Queen of Pain gewesen. Wind Ranger da auf der Botlane anpushen. Wir sind im Teleport rein vom Scarlet Mage. Plus noch der Faces, der nachher kommt, wo der von der Wars gespottet wird. Wieder sagt A Hand of Midas auf dem Faces. Wir sind 3 Team, 4 Team Members, 2 gesmoked. 4 Rhino Gaming, was also wieder Disengager. Schauen wir mal ein bisschen Grafik an kurz schnell. Hat sich wieder ein bisschen mehr in Richtung für Wasted Talents bewegt. Jetzt mit dem Point Booster. Auf dem Clockwork, das heißt sie sagt nichts ist in Progress. Viper Engage auf der Queen of Pain. Holt aber noch ohne Probleme raus, kriegt nicht zu viel Schaden. Und jetzt wird ein Push auf die Midlane. Versucht, Lion steht da parat. Hat sich aber auch nicht hineinzugehen. Wir sehen jetzt hier von unten Slug unsichtbar mit seinem Shadowblade. Und wir sehen einen Engage auf dem Clockwork. Oder instant Seize Blade Mail poppt. Wird zwar leer gesogen,
leer, nicht so gut. Relativ viel Mana ausgesogen kommt. Nein, und da kommt der Kipps natürlich. Fate auf, mein Lieber da. Und auch. Viper geht da. Für den Windranger noch. Das heißt, Exchange hat sich jetzt gelohnt für Runner Gaming. Schau mal, wie die Grafik sich nachher nach unten bewegt. Das lag natürlich jetzt mit dem Shadowblade recht gefährlich. Er macht eine rechte Kurve nach oben wieder. Und dann kommt der Engage. Vom Scarf Mage Instant Shadowblade zum Rauskommen. Nein, wir haben das Mess schon jetzt da offen. Was ist das? Ich will jetzt hier in Ruhe den Jungle abfahren, um ein bisschen Gold zu bekommen. Und wir sehen jetzt mittlerweile das Lag für die Nefworth-Liste mit 7600 da, gefolgt vom Vibe mit 7140, knapp dahinter mit 2-3 Gold. Queen of Pain Unterschied zum Viper, der noch kommt der Clockwork und dann der Faceless. Und mittlerweile hat Queen of Pain den Viper ein bisschen überholt. Ganz minim. Und Faceless teleportiert sich zum Scarf Mage offen und Queen of Pain wieder. Ohne Chance auf Escape killed. Und Midlane geht nicht down. Jetzt down. Phoenix in Supernova. Viper geht down. Windranger down. Und Phoenix kann leider seine Supernova nicht durchcasten. Wird vor der killed. Und Clockwork sichert sich hier, der Escape. Hat jetzt mittlerweile den Ogre Club. Kommt also immer wieder ein Stück näher an sein Agonims. Wir schauen auf das Lag, hat mittlerweile das Sanche. Und auf Shadows auf dem Age Aberration. Mehr Hand. Ein Ogre Club. Wo der Faces Wolf sich gekauft hat. Wir haben das Glimmer Cape auf dem Scarif Match. Und wo ist jetzt da? Queen of Pain jetzt mit dem Agonims fertig und dem Ogre Club. Und Windranger mit dem Frost auf und dem Ogre Club auch. Die Grafiken bewegen sich. Zumindest vom Network her. Immer noch auf der Seite von Boys Talents, während die Experience nicht mehr so groß ist zwischen den beiden Teams. Knapp noch 1000 voraus für Boys Talents. Hoppla. Jetzt will ich schon trinken. Und Queen of Pain sieht er Faceless. Ich kann aber sowieso nicht engagen, wie lange ist ihr Infi noch am Laufen. Und da kommt der Lion. Und Faces. Instant Supernova vom Phoenix. Und ein Kill auf der Queen of Pain vom Viper. Slug holt sich da. Das Scarf Mage. Viper sucht dann noch den Slug ein bisschen. Arbeit bekommen, aber da kommt ohne Probleme raus. 22 Exchange für Rhino Gaming. Ja, das Lag ist schon eine Bedrohung. Hat jetzt mittlerweile Silver Edge. Fertig.
Und so, auf einem. Sich geholt. Wir sehen langsam, das Dark setzt sich ab. Mit 1400 Vorsprung auf Viper. Und ein Smoke auf Seite von Wasted Talents. Schauen, ob sie da einfach wünschen. Wann hier das Lag holen? Ist gespottet worden, so wie ihr seht. Und so die auf das Lag. Und dann nimmt er vor. Keine Chance. Und ein Kill durch den Phoenix auf dem Slag. Und da kommt der Push auf der Tier 2 Tower in der Mitte. Während sich Clockwork da ein bisschen Sicherheit bringen muss. Ein bisschen vorsichtig sind Lion gesehen. Und Hexton, Abo, Cox und Blade Man kann durch. Und dann mit dem Finger und ein Kill. Lion holt sich der Clockwork, aber der Metall geht down. Sind es mittlerweile angenehm, ist es hier auch fast fertig jetzt. Das Gold wäre da. Für einen Viper. Faceless hier am BKB. Dire's top tower is under attack. Und wir sind jetzt angenehm fertig. Jetzt führen Clockwork. Und da ein missklickter Hookshot von Elibra da. Knapp verbiegt sich, dass es unser praktisches Lag. Ich sehe es, Wind Rager bewegt sich richtig bottom. Und versucht einen Push zu machen. Instant TP da vom Faceless. 60 Gold Farm. Hält jetzt ein Abholzgeld. Das Gold für. BKB. Wir sehen jetzt angenehm auch fertig. Auf dem Viper formt sich dort das Camp ab. Das Lag bewegt sich da zwischen den Camps. Versucht ein bisschen Farm zu holen. Und er wird dewarded vom Lion. Guck mal, Grafiker. Networth-mäßig 4000 plus für Waste Talents und der XP jetzt mittlerweile auf 2000 gestiegen. Und wir sehen Botlane. Ein Push-Versuch von Waste Talents. Und da kommt Sonic Wave for the Queen of Pain. Und
Shot in der Front, wenn ich da. Und so Ultimate Bonus Perform. Besseres Wald. Das wird sich da. Grüne Paints schnappen. Ich glaube, der ganze Line geht down. Und der nächste Engage. Wind Ranger geht down. Slug geht down. 3 Kills, 4 Kills. Grüne Paint now low. Kann sich rausblinken. Haben wir gesehen, versucht der Rückschlag, der nicht trifft. Das wäre fast ein Teamwipe geworden. Also ist es halt unten Pipe in der vierten Phoenix. Man mittlerweile ein Hyperstone. Open Viper. Der Face wird jetzt mittlerweile mit dem BKB fertig. Suse Scepter von mir das gesehen. Das hast du schon vom Scarif Mesh gesehen, würde ich sagen. Er hat jetzt Usepti plus Claimer Cape fertig. Wir schauen mal auf Seite von Rhino Gaming. Wir haben einen Ansatz von Agonyms auf dem Ancient Version. Slug läuft immer noch mit den gleichen Items, und man hat sich ein paar Boost holen können. Queen of Pain immer noch mit dem Ogre Club. Kann sich jetzt im nächsten Mittel haben wir wahrscheinlich leisten. Line mit dem Blink Deckel. Und Twin Ranger schafft an ihrem Agonyms. Ich sehe jetzt, Netwolf hat sich ein bisschen gedreht. Mittlerweile von Wasted Talents vorne zwar stark geführt vom Elibador mit 11.300. Gefolgt mit 11.000 der Viper und dann mit 2.800. Der Faces wird knapp dahinter der Slug mit 2.000. Das heißt, aufs Gesamte gesehen, Slug's Impact ist in letzter Zeit nicht so groß gesehen, wie auch schon. Phoenix wird hier abgehalten vom Wack teleportieren, wird gehext und geht down. Viper auch down gegangen. Auf der Top-Lane Slug hat sich der Viper geholt. So viel dazu, der zweite Platz jetzt wieder auf dem Slug bei Networth. Kann sich da wieder einen Kill sichern und ist er selber drauf geht. Und geht es ein Engage vom Slug auf Clockwork? Das kann es gehen. Ja, und Instant Engage und Blade Mail gepoppt. Und Kampfversuche gegenseitig. Sieht aber nicht viel. Und Queen of Pain kommt top. Und ein Hookshot rein. Von mir lieber da. Holt sich Cox am Tower mit dem Blade Mail. Das kommt. Ah, Elibador überlappt knapp. Mechanismus kommt durch. Und Slug hat gerade Glück gehabt. Ist unsichtbar. Kommt weg. Wie sich dann den Elibador hole. Langt nicht mehr zum Blade Mail rechtzeitig einzusetzen. Und doch. Und Faces Void holt sich dort den Slug. Phoenix kriegt den Kill. Und Slug wird down. Und Wind Rage hat auf der Botlane. Da hat er Tower down bekommen. Jetzt müsste er. Das Ganze für mich ein bisschen vorsichtig sein. Mit dem Agony ist fertig auf der Wind Rage. In der Mitte. Kill auf dem Angel Operation. Und ein Kill auf dem Line. Und Queen of Pain hat ja dann da nicht runter raus. Und ein Double Kill für Wind Ranger. Holt sich noch die Phoenix. Und das Gareth Mage. Radiance Bottom Tower.
Und selbst wenn du einen Hyperstone auf dem Face hast, ist mir auch nicht fertig. Wir wieder den Forstaff auf dem Clockwork. Jetzt wieder aus BGB auf der Green of Pain fertig. Und Ranger mittlerweile das Crossover Code. Code of Crystallis. Central Forst fertig. Arganims auf Mansion Operation. Slark jetzt mittlerweile immer noch mal Silver Edge und ein paar Booster. Green of Pain, Arganims und BKB. Offenline, Ammo, Blink Tank und Boots immer. Und Green of Pain ist gespottet worden. Wieder ein Smoke Gang versucht. Hookshot trifft nicht ganz. Lag da allein am Farmer. Und Queen of Pain ist entdeckt worden vom Viper. Von der Buse. Und das Lag wird da allein verwünscht. Keine Chance mehr gekauft. Chronosphere hat gerade geändert. Und wir sehen jetzt einen Top-Push von Wasted Talents während auf der Botlane. Rhino Gaming versucht zu pushen. Aber jetzt der Countout wird vom Clockwork. Wie das auch nicht allzu viel ausmachen wird. Wie jetzt gibt es einen Swap in richtig Mitte. Top-Lane geht down, ohne dass es contested wird. Und Lion wird doch gewünscht. Und Mittau vor der Wind Rage in der Mitte zerstört. Und jetzt runter Tier 3 Push. Vor Wasted Talents. Und Instant Buyback vom Lion. Und Smoke. For Wasted Talents. Viper mittlerweile am Assault Curious dran. Phoenix, da kann ich wieder etwas abstellen. Auf der Pipe. Und da wird Wind Rage schon verwünscht. Hund aber noch knapp davor. Nein, go down. Und sehr schön. Viper kommt mit dem Climb Cap davor. Wo bin ich? Slug da nochmal davor, um ihn zu killen. Phoenix krass ist. Ist hier super noch durchgehasten. Folgt da das Slug ein bisschen. Versucht ein Engage vom Faceless. Kriegt aber den Chronos Valley da. Strange fehlt. Ich sehe mit diesem Plate Mail auf dem Phoenix. Also verwirrend bei den Namen Blade und Plate Mail. So, aufpassen. So, wir sehen jetzt mittlerweile Faces Void führt Network Flischen an. Gefolgt vom Slug, dann auch der Viper und dann der Clockwork. Wir schauen mal Grafik 8000 Network Führung für Wasted Talents und fast 5000 Experience Lead. Ranger Operation hat jetzt endlich sie. Arganims kann er fertig machen.
gesehen, das Scarf Mage hat sich hier ein Ghost Scepter geholt. Faces jetzt da sich das Eagle Song geholt, wird jetzt auf das Butterflash bauen. Und wir sehen den Talisman of Evasion auf dem Clockwork. Wir schauen mal hier. Okay, Russian Attempt ist noch scanned. Und eine Pause vom Faceless. Gibt das wieder ein Lag? Wahrscheinlich DC oder Lag? Wir sehen es nachher. Geht eine kleine Unterbrechung, es geht gerade weiter. Halt doch auf dem Laufenden. Strecke. So, mal eine Frage an Chat. Wie sind Prediction Rules? Wasted Talent oder Rhino Gaming's Ash Game? Wer wird gewinnen? Was danke dir? Bin mal gespannt, was ihr meint. Und es geht wieder. Und wir sehen den Smoke vom kompletten Wasted Talent System. Wann da wahrscheinlich in Roshan Pit rein und in Roshan machen. Mal schauen. Tönt jetzt auch scouten mit der Rocket Flare vom Clockwork. Und da hat es aber Sentry Ward, das heißt, es wird gesichtet. Da und da sehen wir auch schön einen Smoke von Rhino. Und Lion wird verwünscht und der Faces Void holt sich den Wind Ranger. Und gleichzeitig Gwyneth Pain in seine Chronosphäre. Gwyneth Pain kommt knapp raus. Und Slug hat einfach keine Chance. Nur der Gwyneth Pain und der Ancient Apparition am Leben. Das heisst, der Roshan steht eigentlich nicht im Weg. Ja. Wird er wieder engaged. Clockwork überlappt ganz knapp mit sehr wenig HP. Faces Void hat fast noch Gwyneth Pain bekommen. Und da wird wieder der Roshan gestartet. Ja, der Roshan wird gestartet. Und das heißt unattempted Roshan für Wasted Talents. Sind mit dem Sassokurus fertig für Viper und das AG ist natürlich für den Faceless. Wo sind jetzt ein bisschen aufgefarmt, um bald sie das Butterfly zu holen, nehme ich an. Und es ist wieder ein Heaven's Halberd für Clockwork. Engage of Wind Ranger wird da rausgefasst und ein Supernova und Wind Ranger kann sich raus teleportieren. Und da kommt wieder ein Shot. Diesmal auf allein.
und dann geht es schon durch und lebt auch relativ gut. Felix da mit Microsoft ein bisschen rein und raus. Wird aber nicht keine Chance haben gegen den König Pain, was sich der Felix da schnappt. Und das Luck geht wieder down, wieder schöne Chronos fällt auch vom Faces Void. Und der weitere Gages vom. Oh, und Team Wipe plus Instant Buyback von der Queen of Pain. Keine weiteren Buybacks zur Verfügung. Das heißt, der Push auf die Mitte wird wieder ausgeführt, so wie sie sieht. Mittlerweile ist auch der Faceless relativ gut. Das hat fast keinen Schaden gemacht, das Sonic Wave. Und das war das erste Rexel, der down geht. Immer noch nur der Queen of Pain am Leben. Und Strike geht nicht down mit 2 HP. Wow. Mal ob sich dann wieder rauffahren. Wir schauen mal auf den Faceless. Oder immer noch ein bisschen Gold braucht, so wie es ist. Slug mittlerweile ist Eye of Scotty. Fertig. Und auch ein Talisman Activation Code. Und noch 2 Minuten bis Aegis wieder reclaimed wird. Ich glaube, da wird ein bisschen gefährlich, wenn er das alleine rumläuft. Und mit dem Top-Push jetzt sind wir noch vor Waste of Talents. Wir schauen mal, Kraftgar 20.000 Networth und fast 20.000 in Experience Vorsprung. Das wird jetzt schwierig wieder für Ryan Gaming. Jetzt ist es ein bisschen doch weiß gegangen und der Edge Aggression wird engaged vom Faces Void, wird aber instant text und Line Go Down. Bei Bowser hat er gekillt. Und Wind Rage muss jetzt auch vorsichtig sein. Kommt aber ohne Problem kommt. Engage. Von der Queen of Pain auf dem Vipo. Aber schöne Grounds fährt auch vom Faces Void. Und das Supernova kommt auch durch. Drake sind down für Rhino Gaming. Schönes Receptor auf vom Scarlet Mage und dann wird der Slug jetzt bearbeitet. Und da nicht davon und GG Call von Rhino Gaming. Das erste Game geht an Waste Talents. Gratulieren, mehr machen. Gleich eine kurze Pause. Bis zum zweiten Game. Also als Erinnerung, man kann immer noch Tickets holen fürs Offline-Event für 25 Franken. Man kann HP Omen Gaming Notebook gewinnen sowie Astro Gaming Headsets, die man gewinnen kann. Es werden Merchandise-Artikel verteilt und Sponsoren sind vor Ort, die noch Giveaways machen. Es lohnt sich also zu kommen. Es wäre super, wenn ihr natürlich dort die Community von Dota 2 in der Schweiz unterstützen würdet. Und würde sich natürlich auch freuen, euch zu sehen. Wir machen kurz Pause, bis gleich.